und des Heiligen Geistes. Amen. Heute am Karfreitag denken wir daran, was der Evangelist Johannes uns beschrieben hat. Im 3. Kapitel des Johannesevangeliums lesen wir: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der Sohn Gottes, unser Erlöser Jesus Christus, hat mit seiner Hingabe für uns eine Brücke gebaut zur unendlichen und ewigen Liebe Gottes. Und wenn wir diese Brücke beschreiten im Glauben, dann werden wir erlöst und erlangen das ewige Leben. Wir wollen beten mit den Worten, die Jesus am Kreuz gebetet hat. Sie sind überliefert im Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du gibst keine Antwort. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Geheimnisvoller Gott, dein Sohn wird uns Menschen gleich und steigt herab in das Dunkel. Er schreit nach dir in seiner Not. Du verbirgst dich und bist doch gegenwärtig mit deiner bergenden Nähe. Erbarme dich unser. Amen. Paulus
schreibt in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Amen. Vertrauen auf deine ewige Liebe und die Erlösung, die du uns durch Jesus Christus geschenkt hast, wollen wir zu dir beten, ewiger Herr, mit den Worten, die uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Menschen Unbegreifliches widerfährt, klagen sie und fragen, warum Gott? Heute werden wir von Gott gefragt, mein Volk, was habe ich dir getan? Womit nur habe ich dich betrübt? Antworte mir. Aus allen Völkern habe ich dich berufen, das Evangelium habe ich dir gebracht, du aber hast anderen Lasten auferlegt. Schultern deine Schuld getragen, du aber hast mich vor den Menschen verleugnet. Gottes erwähltem Volk hinzuberufen. Du aber hast mich mit ihm unterdrückt. Zu verkünden, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Trost. Du aber hast meinen Namen missbraucht. Ich habe dir aufgetragen, den anderen zu vergeben. Du aber hast deine Gegner verfolgt. Will Gott nicht Opfer. Du aber warst erbarmungslos gegenüber denen, die anders denken. Gott, du
Evangelium nach Johannes lesen wir im 19. Kapitel. Pilatus beantwortete Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jüngling, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Thank you.
Hand den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden.